Ich sammle immer mal wieder verschiedene Zitate. Und ich habe jetzt drei gesammelt gehabt und die deuten alle so auf ein ähnliches Thema hin. Und deswegen wollte ich über das Thema mal ein bisschen reden. Und zwar geht das erste Zitat, lautet folgendermaßen: Wir wissen, was wir zu erfüllen haben, aber wir wissen nicht, was uns erfüllt. Das zweite Zitat oder der zweite Satz ist: Das selbstgeschaffene Hamsterrad der Geschäftigkeit. Und das dritte Zitat ist: Das, was du suchst, ist das, was sucht. Das ist, glaube ich, von Franz von Assisi. Und ich will mal drüber reden, was die Zitate jetzt für mich persönlich bedeuten und was sie allgemein bedeuten könnten. Wir wissen meistens, was wir zu tun haben. Wir wissen aber nicht, was wirklich wir tun müssen oder tun sollten oder tun können, was uns wirklich erfüllt. Wir merken, dass wir Dinge tun, aber dass diese Dinge uns nicht auf einer tieferen Ebene befriedigen. Und darauf bezieht sich das Zitat: Wir wissen, was wir zu erfüllen haben, wir wissen aber nicht, was uns wirklich erfüllt. Und diese selbstgeschaffene Hamsterrad der Geschäftigkeit, das ist von der Gesellschaft kreierte Pseudo-Zweck, ein Pseudo-Zweck, eine Pseudo-Erfüllung sozusagen. Wir laufen also im Hamsterrad, ohne zu erkennen, dass wir nicht weiterkommen dadurch. Und Eckhart Tolle hat mal da ganz toll drüber geredet, von einer Balance, die aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Also wie gesagt, es gibt zwei Dinge, die müssen in Balance kommen wieder. Und diese Dinge sind aus dem Gleichgewicht gekommen. Das eine ist das Werden und etwas bekommen und etwas, also wie gesagt, etwas erreichen wollen. Das Tun an der Oberfläche und das andere ist das Sein. Und unsere Gesellschaft und wir allgemein sind so sehr mit dem Tun und etwas Bekommen und etwas Werden beschäftigt, dass wir die Dimension des Seins, die die andere Seite der Waagschale ist, komplett verloren haben meistens oder in vielen Fällen oder ganz selten nur mal wieder erkennen und erleben dürfen. Und dadurch sind wir in diesem Hamsterrad gefangen. Also er sagt jetzt nicht, dass man das verleugnen soll, dieses Tun, dass man sich jetzt hinsetzen soll und meditieren soll und gar nichts mehr tun soll auf der weltlichen Ebene, gar nichts mehr versuchen soll zu erreichen. Nein, es muss aber eine Balance da sein. Und ohne diese Balance werden wir auf dieser Oberfläche unglücklich und kommen nicht weiter, fühlen uns, wie gesagt, irgendwann wie im Hamsterrad und denken, ich habe doch alles versucht und getan und gemacht und geschafft und ich bin einfach nicht weitergekommen und ich bin immer noch unglücklich und was ist es nun, was mich erfüllt? Und wir vergessen, dass wir, wenn wir nur auf dieser einen Waagschalenseite liegen, dieses Sein werden wollen, dass wir dann quasi immer zukunftsorientiert sind, dass wir nie im Hier und Jetzt sind, dass wir nie dieses Mysterium des Lebens, die Schönheit, die einen jede Sekunde umgibt, wahrnehmen. Das tun wir gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir komplett auf die Zukunft fokussiert sind oder mit unserer Vergangenheit hadern und so weiter und so fort. Das letzte Zitat war: Das, was du suchst, ist das, was sucht. Das heißt, das, was wir an der Oberfläche so stark suchen, das sind wir. Wir suchen quasi uns selbst. Weil worum geht es im Leben eigentlich? Wenn man auf der Oberfläche lebt und irgendwie nach Geld strebt, nach einem guten Job, nach gewissen Frauen, nach irgendwelchen Anerkennungen, nach irgendwelchen Trophäen, Urkunden, was weiß ich, dann führt es doch im Endeffekt dazu, dass man dann im Sterben liegt und sagt, und dann fragt man sich, wofür das Ganze? Ich bin dann weg vom Fenster. Irgendwann sind auch meine Nachkommen weg und irgendwann erinnert man sich nicht mehr an mich vielleicht. Was ist der Sinn von dem ganzen Zeug? Hat sich das jemand schon mal überlegt wirklich? Also diese einseitige Dimensionierung von diesem auf der Oberfläche tun, was werden wollen, ist eigentlich etwas, wo man eigentlich erkennen muss, dass es da noch was anderes gibt. Ein Bewusstsein, der Sinn des Lebens quasi, den man immer in Waagschale mit dem Weltlichen halten muss. Und wenn man das nicht macht, dann wird man unglücklich und fühlt immer so eine Leere in sich, weil man diese eigene Dimension, weil man sich selbst sozusagen noch nicht gefunden hat. Also ich habe diese Zitate jetzt ein bisschen umschrieben sozusagen, aber eigentlich kann man sich die Zitate alleine schon auf der Zunge zergehen lassen.
Wir wissen, was wir zu erfüllen haben, wir wissen aber nicht, was uns erfüllt. Wir leben in einem selbstgeschaffenen Hamsterrad der Geschäftigkeit. Und das, was du suchst, ist das, was sucht. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.